So, wir möchten uns heute nochmal mit dem Thema Schnitte, Scheiben und Ähnliches beschäftigen. Ich habe ein beliebiges Fachwerk aufgestellt, wobei es mir jetzt nicht um die Rechnung geht, sondern es geht mir jetzt darum, wie man das Ganze präsentiert. Wir nehmen also zum Beispiel an, wir haben hier eine Kraft F, hier eine Kraft F, hier eine Kraft F, hier eine Kraft F. Die horizontalen Abstände seien jeweils a und a. Vertikal zum Beispiel 2a, 2a, halt irgendein Fachwerk. So, jetzt kann ich sagen, das hier ist ein Schnitt. Und das hier ist der andere Schnitt. Diese Schnitte möchte ich jetzt rausschneiden. Jetzt kann ich eben wieder anfangen und sagen, ich zeichne den ersten Schnitt. Diesen Schnitt, dann male ich diesen Stab und dann male ich diesen Stab und dann male ich diesen Stab und 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 diesen und diesen und diesen. Dann bin ich im Prinzip sehr lange beschäftigt. Wesentlich einfacher ist es, ich kann sagen, wenn ich das mal schraffiere, das hier verhält sich wie eine starre Scheibe. Habe ich drei Stäbe, so ist das stabil und jedes Mal, wenn ich ein Gelenk mit zwei Stäben festmache, habe ich eben im Prinzip eine stabile Fläche. Deswegen kann ich sagen, das hier schraffiere ich und ich male stattdessen einfach nur hin das erste Bauteil, das so aussieht. So. Jetzt habe ich hier eine Kraft AV, jetzt habe ich hier eine Kraft AH, jetzt habe ich hier eine Gelenkkraft GV, jetzt habe ich hier eine Gelenkkraft GH und ich habe hier eine Kraft F und hier eine Kraft F und ich sage, das ist jetzt der Schnitt römisch 1 oder LI oder wie auch immer. Diesen Schnitt habe ich jetzt rausgeschnitten. So, und jetzt gucke ich mir den anderen Schnitt an. Jetzt sage ich zum Beispiel, da male ich das Ding wieder so. Und sage, das kann ich schraffieren. Das ist eine Scheibe. Und dann kann ich sagen, hier habe ich V und H vertauscht, ist ja nicht schlimm. So, hier habe ich also nach rechts und nach unten. Dann habe ich hier nach links. Also hier ist GH und hier GV, natürlich umgekehrt als auf dem anderen Teil hier. So, und dann habe ich hier BH und BV. Die Richtung kann man sich prinzipiell aussuchen, nur bitte auf beiden Seiten des Gelenks in unterschiedlicher Richtung. Und jetzt kann ich diesen Schnitt römisch 2 nennen und muss natürlich noch eintragen die Kraft F, die Kraft F und die Kraft F. Das hier ist jetzt also mein Schnitt römisch 2. Ja, und hier ist jetzt also der Schnitt römisch 2 mit den Kräften F, F und F. Um die Lagerkräfte und Gelenkkräfte rauszufinden, sieht man sofort, dass das so viel schneller geht. Jetzt kann ich zum Beispiel bilden die Summe der Momente um A für den Schnitt 1 und das ist jetzt gleich Pünktchen, 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 das ist gleich 0 und daraus folgt GV ist gleich Pünktchen, Pünktchen. Jetzt bilde ich die Summe V für den Schnitt römisch 1 und sage, das ist Pünktchen, Pünktchen, das ist gleich 0 und daraus folgt AV ist gleich Pünktchen, Pünktchen. Das Ganze ist übrigens ein Dreigelenkbogen, ist natürlich statisch bestimmt, könnte ich vorher noch nachweisen. Jedenfalls habe ich jetzt die vertikalen Kräfte raus. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich betrachte den Schnitt 2 und ich bilde die Summe der Momente um den Punkt B und sage, das ist gleich Pünktchen, Pünktchen, das ist gleich 0. Und dann kriege ich eine Gleichung mit GH und GV. Und da ich GV schon kenne, kann ich sagen, GH ist gleich Pünktchen, Pünktchen. Und hier AV natürlich nicht 0, sondern das ist irgendein Wert. So, und jetzt kann ich weitermachen. Jetzt sage ich zum Beispiel im Schnitt römisch 2. Kenne ich jetzt beide Gelenkkräfte. Jetzt mache ich zum Beispiel Summe H. Das ist gleich Pünktchen, Pünktchen gleich 0. Und dann sage ich, jetzt habe ich BH gleich und so weiter. Jetzt bilde ich für den Schnitt 2 die Summe V und sage Pünktchen, Pünktchen gleich 0. Und dann habe ich die Kraft BV. So, und jetzt fehlt noch die Kraft AH. Und jetzt sage ich für den Schnitt 1, die Summe H ist gleich Pünktchen, Pünktchen und daraus folgt AH. Mir geht es jetzt nicht um die Werte, sondern um die Arbeitsweise. Ich sage also, ich habe eine Aufgabenstellung und in dieser Aufgabenstellung zeichne ich den Schnitt 1 und den Schnitt 2 ein. Jetzt zeichne ich mir die Schnitte aus und um Arbeit zu sparen, zeichne ich jetzt nicht diese ganzen Stäbe mit den Gelenken ein, die hier im Moment völlig uninteressant sind, sondern ich sage, ich brauche nur dieses gesamte Teil hier hinzuzeichnen, sämtliche Kräfte, die darauf angreifen, Gelenkkräfte, Lagerkräfte, das hier auch
und mich aufs Wesentliche konzentrieren und was hier im Innenraum abspielt, wie diese Stäbe jetzt sind. Ob diese Stäbe jetzt so aussehen oder ob die Stäbe so aussehen, interessiert mich im Moment einfach nicht, weil ich außen rum schneide, die Stäbe sowieso nicht schneide und deswegen interessiert mich überhaupt nicht, wie die einzelnen Stäbe hier gelagert sind. Mich interessiert aber wohl, dass das Ganze in sich stabil ist, ja, und nicht zusammenfällt. Und das kriege ich dadurch raus, dass ich ein Dreieck habe, zwei, ne, ein Gelenk, zwei Stäbe, ein Gelenk, zwei Stäbe, ein Gelenk, zwei Stäbe, ein Gelenk, zwei Stäbe, ein Gelenk, zwei Stäbe. Das heißt, das Ding muss statisch bestimmt sein und das ist hier der Fall. Wenn ich soweit bin und ich habe die Kräfte raus, dann kann ich zum Beispiel einen Ritterschnitt führen. Jetzt gibt es Experten, die sagen, ich will den Stab 1, 2 und 3 rauskriegen und die sagen, das ist mein Ritterschnitt. Da sage ich, tut mir leid, das ist gar nichts. Das ist kein Schnitt, das ist einfach Mumpitz. Ein Schnitt ist immer eine geschlossene Sache. Ich kann den Schnitt entweder so führen oder ich kann den Schnitt so führen. Und ich entscheide mich für den Schnitt, der kürzer ist. So, und das ist in diesem Fall der, das heißt der Schnitt, der weniger Kräfte enthält, aber das andere wäre auch nicht, ist eigentlich egal. Zwei Lagerkräfte und eine Kraft, zwei Gelenkkräfte und eine Kraft, hier ist es völlig egal. Ich könnte also jetzt sehr wohl sagen, ich mache jetzt dieses Teil hier und zeichne den wieder raus. Und jetzt geht es eben darum, dass ich überhaupt die Skizze mache. Erstmal, das ist das Wesentliche. Und es ist hier völlig egal wieder, ob ich dieses Teil jetzt so zeichne. Das ist jetzt also im Prinzip dieses Teil hier. Oder ob ich dieses Teil so zeichne. So und so und so und so und so. Beides ist völlig in Ordnung. So, und jetzt kann ich hier antragen, hier ist die Stabkraft S1, hier ist die Stabkraft S2, hier ist die Stabkraft S3, hier ist AH, hier ist AV. Und jetzt sage ich, das hier ist jetzt zum Beispiel der Schnitt Römisch 3 und dann schreibe ich noch Ritter dran. Wichtig ist aber, dass man erstmal überhaupt eine klare Zeichnung hat. Ja, und ob diese Zeichnung jetzt so aussieht oder so aussieht, mit den Stabkräften hier natürlich dran und hier. Das ist, denke ich, ziemlich beliebig. Wichtig ist aber, dass erstmal überhaupt eine Skizze da ist, die vernünftig aussieht. Und wenn ich einen Schnitt einzeichne, dass ich den Schnitt nicht nur hier zu Ende mache, sondern dass dieser Schnitt dann entweder hier rumgeht oder genau hier durchgeht. Ja, den habe ich nicht exakt geführt. Dass ich also meinen Schnittverlauf exakt einzeichne und dann genau zeichne, wie das Ding aussieht. Die andere Möglichkeit, denselben Ritterschnitt zu machen, natürlich mache ich nur eins von beiden, das wäre dieses Ding hier zu befreien. Und jetzt wirkt es eins so. Und jetzt wirkt S2 so und jetzt wirkt S3 so. Und wie gesagt, ob ich jetzt hier drei Gelenke hinmache und sage, das ist ein Stab, das ist ein Stab, das ist ein Stab, oder ob ich sage, ja, so sieht das Ding aus und ich interessiere mich im Moment nur für die Dinger, das ist nicht wichtig. Wichtig ist aber, hier ist noch GV und hier ist noch GH und das ist hier wieder mein Schnitt. Und die Stabkräfte zeigen immer vom System weg und niemals aufs System zu, denn ich setze die immer als Zugkräfte an. So, das wäre jetzt zum Beispiel der Ritterschnitt auf der einen Seite. Und jetzt könnte ich zum Beispiel weitermachen und zum Beispiel sagen, ich will auch noch diese Stäbe hier haben. Dann führe ich den Ritterschnitt auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich eben entweder wieder sagen, ja, ich führe den Ritterschnitt zum Beispiel so oder ich führe den Ritterschnitt so. Und wenn ich den Ritterschnitt zum Beispiel jetzt auf der rechten Seite mache, das wäre die ungeschickte Version, weil ich zwei Kräfte drin habe. Die geschicktere wäre auf der Seite hier. Dann kann ich sagen, ja, machen wir ruhig die geschicktere, das wäre die hier. Dann würde die geschicktere jetzt wie folgt aussehen. Dann würde ich sagen, ich habe hier ein solches Dreieck. Und ob ich dieses Dreieck jetzt einfach als eine Scheibe hinzeichne oder ob ich hier ein Gelenk, ein Gelenk, ein Gelenk und die Stäbe hinzeichne, das ist wieder völlig egal. So, und jetzt habe ich hier die Stabkraft S4. Jetzt habe ich hier die Stabkraft S5. Und jetzt habe ich hier die Stabkraft S6. Außerdem habe ich hier GH und hier GV. Und weil ich den Schnitt erstmal hier eingezeichnet habe, weil ich hier die Kräfte angetragen habe, ja, und weil das jetzt hier wieder der Schnitt Römisch 2 ist und hier zum Beispiel auch dran steht, oder Römisch 3, und weil hier jetzt auch dran steht, das ist der Schnitt Römisch 3, ne, ganz egal, Römisch 4, ja, zählt man halt durch. Deswegen kann ich eben im Prinzip meine Zeichnung ganz eindeutig zuordnen dem Objekt. Jetzt kann man zum Beispiel die Punkte benennen und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, aha, hier der Punkt ist P, also hier zum Beispiel, und dieser Punkt hier ist Q. Und jetzt kann ich zum Beispiel wieder sagen, ich nehme den Schnitt Römisch 3
Und jetzt bilde ich die Summe der Momente um B und das ist gleich Pünktchen, Pünktchen und das ist gleich 0. Und was folgt daraus aus der Summe der Momente um P? Die Stabkraft S3 ist gleich Pünktchen, Pünktchen. So, und jetzt sage ich wieder für den Schnitt römisch 3, mache ich die Summe der Momente um Q und das ist gleich so und so, Pünktchen, Pünktchen. Und dann sage ich, wenn ich die Summe der Momente um Q mache, dann kommt raus die Stabkraft so und so. Und jetzt sage ich wieder für den Schnitt römisch 3, mache ich die Summe V und das ist gleich Pünktchen, Pünktchen und das ist gleich 0. Und was rauskommt, die Stabkraft S2, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt kann ich nochmal sagen, ich mache zur Probe für den Schnitt 3 die Summe H. Das ist gleich Pünktchen, Pünktchen, das ist gleich 0. Und dann sage ich, aha, die Probe ist erfüllt. Mir geht es hier nicht darum, welche Werte dort stehen müssen. Mir geht es darum, wie man die Aufgabe verkauft. Und das bedeutet, dass ich zuerst mal, wenn ich diese Aufgabenstellung hier habe, den Schnitt 1, 2, 3, 4 einzeichne. Und dass ich dann diese Schnitte rauszeichne. Und wenn ich diese Schnitte rausgezeichnet habe, dann kann ich eben im Prinzip Folgendes machen. Dann kann ich eben die Kräfte, die auf diese Systeme sind,